So, es kann weitergehen. Ich glaube, ich habe es jetzt soweit nachgespielt. Ich habe jetzt gerade Mufasa niedergestreckt und habe nochmal die Schatullen eingesammelt, die ich vorher schon hatte, und natürlich die Viecher hinten niedergemacht. Und nebenbei habe ich noch ganz zufällig wirklich die letzte Schatulle gefunden. Ich habe sie noch nicht aufgesammelt, deswegen gehe ich jetzt gerade hier hinter. Wollte euch natürlich zeigen, wo sie liegt. Die ist eigentlich ziemlich gut gelegen, also die kann man eigentlich ziemlich gut finden. Man muss nur in die Ecke hingehen und dann auch mal auf den Boden schauen. Und ich glaube, ich bin dran vorbeigelaufen. Auch gut. Hey. Okay, hier drüben ist es. Genau. Seht ihr sie schon? Ich sehe sie schon. Nämlich da auf der Treppe liegend. Steht sie einfach mal so rum in der Ecke hier. Da ist sie nur ein paar Meter von den Sklaven entfernt, ihr Trottel. Geht's besser. Hier drüben liegt das ganze Zeug. So, und dann geben wir jetzt erstmal die Quests ab und ich würde sagen, wir lassen die Tempelkämpfer erstmal außen vor und machen erstmal alles andere, denn ich glaube, wir sind einfach noch nicht gewachsen den Leuten da drüben. Da brauchen wir wirklich eine bessere Rüstung, die wir uns jetzt noch nicht besorgen können, weil uns der Ruf fehlt dafür. Und ich glaube, wir brauchen auch noch ein bisschen mehr Stärke, aber erstmal hier Ruf abgeben für Bakaresh. Nämlich hier. Die Ruinen sind sicher. Keine Gefahr mehr für die Sklaven? Nope. Lass sie buddeln. Gut, ich werde Aldo ein Geschäft vorschlagen. Was dich angeht, du hast mir geholfen. Ich danke dir. Und was den Tribut für Amol angeht, ich denke, wir können dir das anvertrauen. Dankeschön, das ist sehr freundlich. Erfahrung plus 250. Ich weiß nicht, waren die 300 Goldstück jetzt eine Belohnung oder war das jetzt der Tribut gewesen? Das habe ich jetzt nicht so ganz gecheckt. Na ja, gut, Ashnu? Ah ja. Ich habe die Händler überzeugt. Dann hast du ihr Vertrauen gewonnen. Gut. Hier, dieses Gold soll Amul helfen, Belias Zorn fernzuhalten. Und mach keinen Scheiß. Bring das Gold direkt zu Amul. Wenn du versuchst, damit abzuhauen, wirst du nicht lange Freude daran haben. Alles klar, Ashnu hat das gesammelte Gold da von den Händlern. Okay, dann geben wir jetzt noch kurz das Quest hier ab. War es bei Jafar? Nein. Das war hier drüben bei Aldo, glaube ich. Und dann können wir zu Dingens gehen hier. Zu, wie heißt er denn? Hab schon wieder vergessen, wie er heißt. Zum Typen, dem wir das Gold bringen sollen halt. Einmal zuhören, Mensch, Maris. Maris, sag ich schon, Rudra. Einmal zuhören. Hier sind deine Schatullen. Ah, bald werde ich der angesehenste Händler von Bakaresh sein. Hier, das ist für dich. Okay, haben wir das auch abgearbeitet. Es gibt noch nicht mal irgendwie Ruf dafür. Nee, aber mit dem Namen, das ist tatsächlich so, ich habe heute schon wieder festgestellt, ich habe, was mein Gedächtnis angeht, ich kann mir Sachen, also irgendwelche Begebenheiten ganz gut merken, ich kann mir Bilder merken, heute kam eine Simpsons-Folge, da hätte ich jede einzelne Szene, habe ich vor dem inneren Auge gehabt, aber von einem, der da drin vorkam, wusste ich den Namen nicht mehr, ich hätte das ganze Ding da wusste ich in meinem Kopf, aber ich wusste nicht mehr, wie der Typ hieß, der da drin vorkam, also mit Namen habe ich es nicht. Bilder kann ich mir aber dagegen merken und ich scheine ein ziemlich gutes musikalisches Gedächtnis zu haben. Also Lieder auch mit Einzelheiten von irgendwelchen Instrumentaleinsätzen dann mitten im Stück, die kann ich mir gut merken, komischerweise. Aber den Namen von Amul, so hieß er, konnte ich mir nicht merken. So, dann quatschen wir mal mit der Quatschtante. Und Beliar erkannte seinen Feind und sein Zorn war groß. Ja, ja. Willkommen in Bakaresh, der Stadt Beliars, Pilger. Mein Name ist Amul. Ich bin einer der Schwarzmagier. Der Dorfprediger sozusagen. Kann ich von dir lernen? Es erfordert große Klugheit, die Zauber Belias zu wirken. Und? Und ich werde dir erst etwas beibringen, wenn du dich um die Stadt Bakaresh verdient gemacht hast. Pah, jeder Depp kann Belias Sprüche lernen. Pff, als ob ein Schwarzmagier was Besonderes wäre. Niemals. Einen hübschen Tempel habt ihr hier. Ja, du willst ihn bestimmt von innen sehen, was? Ja. Aber du wirst nicht einen Fuß in den Tempel setzen, ehe ich es dir gestatte. Und was muss ich dafür tun? Was glaubst du wohl? Mach dich nützlich. Alles Weitere wirst du schon alleine herausfinden. Ja, da sind wir schon kräftig dabei und deswegen hier einmal Tribut für dich, mein Freund. Ich bring den Tribut der Händler. So ist es recht. Hui. Gib ihn den Magiern, auf das sie Belias zornigen Blick fernhalten. Gleich 20 Rufpunkte drauf, nicht schlecht, Herr Specht. Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Ist ja gut, ruhig bleiben.
Ich dachte, dass das vielleicht nicht unbedingt gerade erst bei 75% ist hier, das Ganze. Okay, dann mit dem Tempel brauche ich ja auch gar nicht erst fragen, nehme ich mal so an. Dann können wir bei Amulia jetzt auch erstmal gar nichts weitermachen. Wir sind das erwählte Volk. Ach, schrei da nicht so rum. Für uns den Reichtum, für Beliar die Herrschaft. Was können wir denn noch hier machen? Gibt es überhaupt noch irgendwas im Bakkaresch, was wir jetzt direkt machen können? Hier sind nur Elitekrieger. Ja, ja. Sag schon, was muss ich tun, damit du mich in den Tempel lässt? Du wirst den Tempel erst betreten, wenn Amul es dir gestattet. Fand ich schön. Komm, gib's mir. Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Aber Amul schickt mich. Das steht doch da. Amul schickt mich. Nein. Doch. Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Könnt ihr. Amul schickt mich nämlich. Nein. Doch. Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Aber... Nein, ich mach's nicht nochmal. Okay. Ja, The Raid. Gibt es nicht auch irgendwie so ein Anti-Mückenmittel, das Raid heißt? So, gut, mir fällt gerade noch was ein, was wir machen müssen. Nicht andere Leute beklauen, das hilft uns nicht weiter, hier Vertrauen aufzubauen. Wir müssen noch nach Norden. Wo ist denn Norden? Achso, ich könnte auch mal auf den Kompass gucken, das ist natürlich in die Richtung. Ich gehe mal hier so lang, ich glaube, das könnte ungefähr hinhauen. Das da oben ist übrigens der Tempel und die Kasbah. Zu der kann ich auch noch was erzählen, wenn wir dann drin sind, aber erst. So, jetzt aber erstmal Karte. Aha. Gut, ich wollte aber eigentlich was anderes. Ich wollte nicht die Karte, ich wollte das hier. Genau, das Logbuch. Bericht aus dem Norden. Deswegen müssen wir nach Norden, denn wir müssen noch zur Akrabor gehen. Und dort unsere Informationen einsammeln. Ja, Tempel von Bakkaresch können wir noch nicht betreten. Nur ein Gefallen können wir auch noch nicht beenden. Weil wir dazu natürlich zu Sigmor vor müssen. Und das Tolle ist, wir müssen auch in anderer Hinsicht zu Sigmor, denn in Benerei wurde uns ja von, ich glaube Sancho hieß er, ne? Wurde uns ja ein Brief gegeben, ein Empfehlungsschreiben. Und das müssen wir auch bei Sigmor abgeben, aber der steht leider im Tempel herum. So, dann jetzt aber erstmal nach Norden. Ich hoffe, wir kommen hier ungefähr in die richtige Richtung. Wir können natürlich nicht durch die Kasbah durchgehen. So. Sieht aber ganz gut aus, würde ich sagen. Ich glaube, da hinten geht's, oder? Ja, ich glaube, da hinten kommt man schon weiter. Das sieht man jetzt bloß nicht. Habt Vertrauen, habt Gottvertrauen. Vertraut auf Beliar. Oder so. Oder ein Gott eurer Wahl. Und wir kommen durch, wie wir sehen. Ha, wusste ich's doch. Nebenbei noch was einsammeln mit. Natürlich sammeln wir alles mit ein, was wir kriegen können. Vielleicht können wir den Scheiß auch irgendwann mal verticken. Wäre natürlich auch eine Idee. Wenn wir es sowieso nicht benutzen. Ich frage mich bloß gerade, warum es hier so unheimlich hackt. Hier hinten in der Ecke. Seltsame Pilze sammle ich auch immer ein, wenn ich hier irgendwie wandern bin oder so. Wenn ich seltsame Pilze sehe, die auch solche komischen Formen haben wie die hier, stecke ich mir immer direkt ein. Eigentlich esse ich die auch immer direkt. Deswegen bin ich auch so, wie ich bin. Okay, wo sind wir? Ich glaube, wir gehen schon wieder nicht mehr nach Norden. Ich glaube, wir sind doch nicht auf dem richtigen Weg hier irgendwie. Ja, ich glaube, das war nicht ganz zielführend hier, einmal um das Ding rumzulaufen. So, Königsdistel, komm her. Eine Höhle. Ich glaube, diese Höhle interessiert uns erst später. Es kann aber sein, dass wir es jetzt schon einsammeln können. Mal schauen. Ich glaube es aber nicht. Diese Kiste nämlich. Die ist von Sigmor und ich glaube, die können wir noch nicht aufmachen, die Truhe. Ich brauche den richtigen Schlüssel. Genau, das ist dann ein Quest, das wir dann noch abschließen können, wenn wir im Tempel von Bakkaresch waren. Aber das geht ja jetzt noch nicht. Und deswegen hat die uns jetzt auch erstmal nicht zu interessieren. Ich hätte jetzt sehr gern ein Pferd, muss ich sagen. Einfach, um hier mal ein bisschen schneller vorwärts zu kommen. Ich weiß auch gerade überhaupt nicht, wo genau wir hier nach zu diesem Nordausgang kommen. Es kann auch sein, dass das hier vor der Stadt ist. Also, insofern man das Stadt nennen kann. So, alles eingesammelt. Okay. So, das ist der Südausgang. Okay. Können wir noch irgendwas mit Typ hier machen, mit Benito? Nee. Okay, dann gehen wir jetzt mal in die andere Richtung. Gehen wir einfach mal... Ne, von gerade komme ich, oder? Von gerade durch da? Wir gehen da einfach mal lang. Mal schauen, das wird schon stimmen. Und wenn nicht, dann ist auch egal.
Ja genau, von da drüben bin ich gekommen, aber wir gehen jetzt mal hier unten lang. Wir queren die Kasper mal südlich. Und dann gucken wir mal, wo wir hinkommen. Wo kommen wir denn dahin, wenn wir auch an der Arena vorbeigehen? Dann, das ist auch, da sind wir noch gar nicht gewesen. Einfach gerade bei der Arena durch und dann hinten ins Gemüse rein, beziehungsweise in den Sand oder so. So, hier ist ja nichts, hier ist ja bloß, da geht's, finde ich auch geil, die übelst pompösen Gebäude und der Eingang ist hier so ein Erdloch, das da einfach mal so hingepappt ist. So, okay, hier hinten. Ich glaube, hier habe ich schon mit aufgeräumt vorhin, als ich hier meine Runde durch die Ruinen gedreht habe. Sieht zumindest danach aus, ganz offensichtlich. Dann haben wir hier noch, ich glaube, hier hinten gab es noch irgendwo eine Höhle, die wir noch ausräuchern können. Im Dienste irgendeines Typen. Und hier steht ja auch schon jemand. Für den können wir bestimmt auch noch was machen. Ach, das ist Akrabor, alles klar. Hey Mann, mach keinen Scheiß. Was? Lauf nicht hier rum. Warum nicht? Da sind räuberische Nomaden, die jeden sofort angreifen, den sie sehen. Außerdem gibt's da hinten viele Lurker. Und wenn ich viele sage, dann meine ich verdammt viele. Was bist denn du für ein Weichei? Dass sich dort alle gegenseitig umbringen. Ja, natürlich. Ich finde geil, dass sich alle gegenseitig umbringen. Ja, ist ein ganz schönes Weichei, würde ich sagen, ne? Aber wir können uns natürlich der ganzen Sache stellen hier. Ich komme, um deinen Bericht zu holen. Tja, Silvio schickt dich, richtig? Genau. Ich kann dir den Bericht nicht geben. Wenn Silvio erfährt, was hier los ist, macht er mich einen Kopf kürzer. Also? Also hilf mir, mit den Nomaden fertig zu werden. Dann bekommt Silvio seinen Bericht. Das ist aber Erpressung, sowas Gemeines aber auch. Erzähl mir alles über die Nomaden. Es sind nur eine Handvoll, aber sie sind schwer bewaffnet. Wir haben sie beobachtet. Sie hocken in einer Höhle gleich hier vorne. Dann lass uns sie fertig machen. Bist du verrückt? Das sind Nomaden! Ich sage dir was, lock sie raus. Dann machen wir sie hier fertig. Ja, das sind Nomaden, das sind ernstzunehmende böse Gegner, das stimmt schon. Aber das sind keine von den richtigen Nomaden, die dann wirklich ernst zu nehmen werden. Sondern das sind ja bloß so ein paar billige, abtrünnige Nomaden, die kriegen wir schon klein. Und Akrabor, ne, der hilft uns nicht etwa dabei, sondern wir dürfen das ganz alleine machen, gegen die Nomaden zu kämpfen hier. Okay. Ich würde sagen, wir schnappen uns erstmal den Lurker davon, damit er uns dann nicht irgendwie dummerweise in den Rücken fällt und uns seine hässlichen Klauen in den Rücken jagt. Komm mal her, mein Kleiner. So, das ist übrigens die letzte Gruppe von Abtrünnigen, die noch am Leben ist. Also, wenn wir die dann beseitigt haben, gibt es nur noch vernünftige Nomaden. Denen ich natürlich kein Haar krümmen werde. So, zack, komm, verschwinde endlich. Wir sehen auch schon, das sind andere Lurker, als wir sie noch an der Küste gefunden haben. Das sind Sandlurker. Die haben genau wie die varantischen Snapper schwarzes Leder bzw. schwarze Haut. So, und ich glaube, die nehmen auch ein bisschen mehr an Schaden, bevor sie umfallen. Hätten wir das jetzt auch schon mal? So, und jetzt wird's ernst. Der letzte Kampf gegen die Abtrünnigen hat begonnen. Pam! In die Eier, okay. Komm, mein Kleiner, komm, mein Kleiner. Ja, nicht alle auf einmal. Du solltest eigentlich alleine kommen und gegen mich kämpfen. Ich glaube, das hier vorne ist schon der Anführer. Genau, Razarus, das ist der Anführer. So, der trägt aber eine richtige Nomadenkluft, oder? Das ist keine abtrünnige... Ah, ihr Säcke. Keine abtrünnige Nomadenkluft. So. Mal kurz überbrückt das Ganze hier, zack, und schon haben wir nicht mehr das Problem mit den Bogenschützen. Okay, noch die zwei, dann ist es schon erledigt. Irgendwie haben die da was im Rücken stecken, ich weiß auch nicht, haben die sich hier gegenseitig beschossen? So ein bisschen Friendly Fire oder sowas? Zack, so, Doppeltreffer. Double KO, nein, natürlich nicht, wir fallen nicht um. Okay, warum auch immer die Assassinenschwerter besitzen, die Kerle, ich weiß es nicht. Der hat definitiv eine normale Nomadenkluft an. Das ist ja eine Frechheit. Was fällt ihm ein? Die Nomaden so zu entehren hier. Gut, haben wir das beseitigt, das Problem. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch irgendwelche Lurker hier umbringen müssen. Ja, ich werde jetzt auch nicht mehr lange machen, sondern ich werde jetzt bloß nochmal kurz den Kram abgeben. Denn... meine Zeit ist abgelaufen.
Ja, hier gibt es bloß eine Truhe, die nehmen wir natürlich noch mit. Zack, schnell aufgemacht, Dietrich verbraucht. Oh, schön, Flammenschwert rufen. Das können wir mal machen bei Bedarf. Jetzt nicht, aber sieht witzig aus, deswegen können wir das gern mal irgendwann mitmachen. Okay, wie gesagt, ist bloß eine kurze Aufnahmesession diesmal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann geben wir den ganzen Kram ab und vielleicht haben wir dann schon genug Ruf, um in den Tempel zu kommen. Bis dahin, gehabt euch wohl. Winke, winke.